Zunächst einmal die von einem Richter in Ausnahmefällen angeordnete Telekommunikationsüberwachung, kurz TKÜ, ist ein unverzichtbares Hilfsmittel der Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen Terrorismus, gegen organisierte Kriminalität. Und wir reden hier allein über diese Formen von Kriminalität. Wir reden hier nicht über Bagatellkriminalität, über Alltagskriminalität. Für diese Formen ist eine solche Überwachungsmaßnahme überhaupt nicht erlaubt und wird in Deutschland auch nicht angewendet. Wir müssen Sicherheit auch im Internet herstellen. Wir wissen, und das wird sich noch dramatisch weiterentwickeln, so wie das Internet sich überhaupt dramatisch weiterentwickelt, dass immer mehr Kriminalität im Netz stattfindet. Tausendfach, zehntausendfach, hunderttausendfach. Die Computer der Kriminellen werden immer ausgetüftelter, sie werden immer raffinierter. Der Staat muss schauen, wie er diesen Verbrechen im Netz Herr wird. Nun ist Quellentelekommunikationsüberwachung eindeutig zu unterscheiden von einer sogenannten Online-Durchsuchung. Und das Bundesverfassungsgericht hat dies in seinem Urteil zur Online-Durchsuchung von 2008 auch sehr deutlich gesagt. Ich zitiere, Artikel 10 Absatz 1 ist hingegen der alleinige grundrechtliche Maßstab für die Beurteilung einer Ermächtigung zu einer Quellentelekommunikationsüberwachung, wenn sich die Überwachung ausschließlich auf die Daten aus einem laufenden Telekommunikationsvorgang beschränkt. Dies muss durch technische Vorkehrungen und rechtliche Vorgaben sichergestellt sein. So das Bundesverfassungsgericht. Die Software dieser Quellentheorie kann sehr viel mehr, als sie darf. Aber sie wurde nicht so angewandt. Selbstverständlich muss das auch entsprechende Konsequenzen für die Software haben. Wo Quellen-TKÜ draufsteht, darf keine Online-Durchsuchung drinstehen, meine Damen und Herren. Die Software dieser Quellen-TKÜ kann sehr viel mehr, als sie darf. Aber sie wurde nicht so angewandt. Die Vorwürfe des Chaos Computer Clubs und vieler anderer, auch hier im Haus, dass der Bund Software einsetzt, die mehr kann als Quellen-TKÜ, ist schlichtweg falsch. Die Software dieser Quellen-TKÜ kann sehr viel mehr, als sie darf. Aber sie wurde nicht so angewandt. Und durch diese Protokollierung ist es auch nicht einfach möglich, mal eben andere Schadmodule nachzuladen, weil das nämlich bemerkt werden würde. Die Software dieser Quellentheorie kann sehr viel mehr, als sie darf. Aber sie wurde nicht so angewandt. Und die Software, meine Damen und Herren, wird für jeden Einzelfall entsprechend konzipiert und vorher überprüft, damit sie eben nicht mehr kann, als sie darf. Die Software dieser Quellentheorie kann sehr viel mehr, als sie darf. Aber sie wurde nicht so angewandt. Meine Damen und Herren, wir sind uns alle einig. Grundlegende Freiheitsrechte dürfen wir nicht aufgeben. Datensicherheit, Datenschutz ist wichtig. Aber eins gefährdet die Rechte und Freiheiten der Bürger am meisten. Das ist ein Staat, der sie nicht garantieren kann. Das ist nicht außer Kontrolle, sondern das Land wird von Sicherheitsbehörden geleitet, die sehr kontrolliert, sehr sorgfältig, sehr behutsam mit dem sensiblen Instrument der Quellentheorie umgeht. Und so soll es auch sein. Das heißt, es wäre schlimm, wenn unser Land am Schluss regiert werden würde von Piraten und Chaoten aus dem Computerclub. Es wird regiert von Sicherheitsbeamten, die dem Recht und dem Gesetz verpflichtet sind.